Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Tutorial. Heute schauen wir uns die Signalleiter an. Diese sind unglaublich wichtig. Die braucht ihr quasi immer, wenn ihr irgendwas mit Redstone baut. Und zwar leiten sie die Redstone-Signale von den Signalgebern zu den Signalempfängern weiter. Und dabei können sie die unterschiedlich modifizieren. Und das schauen wir uns einfach mal an. Nochmal diese Liste hier. Die ist ursprünglich vom neuen deutschen Minecraft-Wiki. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und in dieser Gruppe haben wir hier 6 Stück. Ja? Wir haben also hier als allererstes das Redstone-Staub, Verstärker, Vergleicher, die Redstone-Fackel, Zielblock und dann haben wir klebrigen Kolben mit Redstone-Block. Heute werden wir uns allerdings nur die ersten drei anschauen, denn die letzten drei gehören ja primär in andere Gruppen hinein, zum Beispiel die Redstone-Fackel, Zielblock und Redstone-Block sind ja hier in der Zielgebergruppe, in der Signalgebergruppe drin und der klebrige Kolben ist in der Signalempfängergruppe drin. Dementsprechend schauen wir uns heute nur die drei hier an: Redstone-Staub, Verstärker und Vergleicher. Aber keine Sorge, die benötigt ihr quasi immer. Dementsprechend solltet ihr das Video auf jeden Fall schauen und euch diese drei hier dann anschauen. Ich habe unten quasi Videokapitel hinzugefügt, falls ihr jetzt direkt zum Verstärker oder zum Vergleicher springen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Also, los geht's! Schauen wir uns das Redstone-Staub an, das wichtigste aller Redstone-Elemente und natürlich einer der Signalleiter. Und zwar, wie bekommt man Redstone-Staub? Primär bekommt man es durch die Erze, also das normale bzw. das Tiefenschiefererz. Man bekommt es auch durchs Töten von Hexen oder Handeln mit Dorfbewohnern, aber da bekommt man vergleichsweise viel, viel weniger. Dementsprechend empfehle ich euch, holt es euch einfach über die Erze. Dann müsst ihr einfach ganz tief in der Welt unten herumbuddeln und dann kriegt ihr schon eine ganze Menge pro Erz. Wenn man es als erstes platziert, dann hat man hier so einen vierzackigen Stern. Wenn man quasi auf der Java Edition spielt, mit einem Rechtsklick darauf kann man daraus einen Punkt machen. In der Bedrock Edition ist das leider nicht möglich, aber naja, so einen großen Unterschied macht das dann auch nicht. Wenn man es verbindet, dann wird das hier zu so einer geraden Linie. Damit kann man dann quasi ein Kabel simulieren. Man kann es auch um die Ecke legen. Dann haben wir hier so einen zweizackigen Stern, das ist also derselbe Stern, nur dass er eben zwei Zacken weniger hat. Das geht ganz einfach um die Ecke. Es geht natürlich auch mit Kreuzung, T-Kreuzung oder halt, wenn wir hier es noch ein bisschen verlängern, mit einer Vier-Wege-Kreuzung. Und dann haben wir hier in der Mitte natürlich auch wieder den Stern. Je nachdem, aus welcher Richtung das Signal kommt, wird das eben aufgeteilt in die beiden anderen Richtungen. Heißt, wenn es von hier unten kommt, dann geht es einmal nach links, einmal nach rechts und dann kann es auf unterschiedliche Orte aufgeteilt werden. Das Redstone-Signal kann einen Block nach oben bzw. einen Block nach unten wandern, solange sich hier ein solider Block befindet. Ein solider Block ist weder transparent und er ist ein ganzer voller Block, das heißt 16 mal 16 mal 16 Pixel groß und dementsprechend kann das Signal dann nach oben bzw. nach unten wandern. Redstone-Staub kann die Blöcke folgendermaßen energetisieren. Und zwar, wenn man das als Erz platziert, diesen vierzackigen Stern hier hat, dann kann er jeden Block, an dem eine dieser Zacken anliegt, schwach energetisieren. Also wir haben hier zum Beispiel die Zacke nach rechts, dann wird hier diese Lampe schwach energetisch. Die umliegenden Redstone-Komponenten können von dort aus das Signal ablesen. Auf der anderen Seite ist es nochmal genauso, halt spiegelverkehrt. Und auf der Rückseite funktioniert es auch. Man sieht das hier ein bisschen schwierig, allerdings der Block darunter wird auch schwach energetisch. Hier ist natürlich der Redstone-Block drunter, daher machen wir das nochmal hier drüben. Ihr seht, diesmal zeigen die Zacken nicht nach links und rechts. Die werden nicht schwach energetisch, die werden gar nicht energetisch und dementsprechend leuchten die auch nicht. Hier der Block darunter wird aber schwach energetisch und auch hier wieder die umliegenden Redstone-Komponenten können das Signal ablesen. Und hier in dem Fall wäre auch der Block, wo ich gerade bin, auch schwach energetisch. Dementsprechend könnten auch umliegende Redstone-Komponenten dadurch aktiviert werden. Und so funktioniert es dann auch mit dem Redstone-Energetisieren. Ihr kennt das natürlich, die Signalstärke. Und zwar, Redstone hat eine maximale Signalstärke von 15, eine minimale Signalstärke von 0. Bei jedem Block verringert sich die Signalstärke um 1
und die Signalstärke 0 ist die einzige Signalstärke, die umliegende Redzone-Komponenten nicht mehr aktivieren kann. Es gibt ein paar spezielle Blöcke, und zwar haben wir hier die umgedrehte Stufe, die also die obere Hälfte vom Block beansprucht. Wir haben die umgedrehte Treppe, wir haben Glowstone und Glas. Und das schauen wir uns erstmal an, wie funktioniert es eigentlich mit soliden Blöcken. Also wir haben hier unsere Lampe, unsere Redstone-Lampe, Hebel dran. Diese Lampe wird stark energetisch, das kann natürlich hier ein Signal an das Redstone weitergeben und dann wandert das hier runter. Wenn wir das aktivieren, dann passiert genau das, allerdings nichts weiter. Dieses Redstone hier unten kann nicht energetisiert werden, weil dort eben keine Lücke besteht. Ihr seht, das Signal wird einfach abgeschnitten und da passiert absolut gar nichts mehr. Wenn wir es umdrehen, ist es ganz genauso. Wir haben hier wieder das Redstone, das wird schwach energetisch und es lädt diesen Block hier schwach energetisch und dann passiert auch nichts mehr, denn wie gesagt, hier ist dieser solide Block, der das Signal einfach abschneidet. Wie kann man das umgehen? Zum einen mit Stufen und das empfehle ich euch, das wäre die nützlichste Form von denen, zumindest auf der Java Edition. Und zwar in dem Fall habt ihr hier keinen Block mehr, der das Signal abschneiden kann. Dementsprechend kann das Signal quasi nach oben springen. Es bestehen ja hier Lücken, aber es funktioniert trotzdem. Also das Signal springt von hier nach hier oben und von dort wieder einen Block nach oben und kann dadurch auch diese Lampe hier anschalten. Wenn man das umdreht, funktioniert es leider nicht ganz so toll. Ihr seht, das Redstone-Signal bleibt einfach stehen, eben weil hier drunter kein solider Block ist. Dementsprechend kann das Signal nicht nach unten gelangen und auch nicht die untere Lampe anschalten. Genauso funktioniert das mit den Treppen, wie ihr sehen könnt. Da sind genau dieselben Sachen im Spiel. Das Signal kann nicht nach unten, das Signal kann aber nach oben. Es wäre natürlich schön, wenn wir hier die volle Blockseite noch für irgendwas nutzen könnten. Zum Beispiel, dass diese Seite das Signal abschneidet und die anderen drei Seiten nicht. Aber bisher ist es noch kein Feature. Das wird vielleicht erst in der Zukunft hinzugefügt. Glowstone, ursprünglich ein Bug, später als Feature deklariert und daraufhin auch noch in die Bedrock Edition hinzugefügt. Glowstone an sich zählt zu den transparenten Blöcken, was man natürlich nicht sehen kann. Man kann nicht durch den Block hindurchsehen, aber er zählt trotzdem dazu und dementsprechend kann er das Signal nicht abschneiden. Funktioniert genauso wie die Treppen oder die Stufen. Glowstone in dem Fall wäre tatsächlich recht schwer zu bekommen. Im Vergleich zu Stufen, da empfehle ich euch, nehmt die Stufen, die sind deutlich billiger und einfacher zu bauen, zum Bekommen. Ihr seht hier die Verbindung, die ist eigentlich nur visuell, also die funktioniert überhaupt gar nicht, auch wenn man die gar nicht sehen kann. Aber naja, so funktioniert es halt mit Redstone, das ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Glas, auf der Java Edition funktioniert das genauso wie die Stufe, wie die Treppe, wie Glowstone. Allerdings auf der Bedrock Edition hat das einen weiteren speziellen Fall. In dem Fall natürlich in beiden Versionen, das Signal kann nach oben gehen und nur in der Bedrock Edition kann das Signal auch nach unten gehen. Ja? Also wir haben hier jetzt keinen soliden Block mehr, er ist sehr transparent, aber es ist zumindest ein voller Block und hier kann das Signal dann trotzdem nach unten rutschen und nochmal nach unten rutschen, obwohl da quasi gar keine Verbindung, keine Lücke zwischen besteht. Aber das ist relativ egal, das Signal kommt trotzdem durch und so kann das Signal sowohl nach unten als auch nach oben bewegt werden. Ist natürlich ein gewisser Vorteil, ich hoffe, dass es irgendwann mal auch in der Java Edition hinzugefügt wird. Wäre natürlich super für die Gleichheit der beiden Versionen quasi. Jedenfalls war es das so ziemlich für alles, was man über den Redstone Staub wissen muss. Schauen wir uns den Verstärker an, natürlich einer der Signalleiter. Hier haben wir das Rezept. Wir brauchen 3 Steine auf der unteren Ebene, 2 Fackeln, einmal links und rechts und in der Mitte einen Redstone-Staub. Dann erhalten wir einen der Verstärker. Diese Verstärker können in alle 4 Himmelsrichtungen platziert werden und haben 4 unterschiedliche Einstellungen. Wenn man es platziert, dann hat er zunächst eine Verzögerung von einem Redstone-Tick. Mit einmal drauf tippen bzw. mit Rechtsklick haben wir dann eine Verzögerung von 2 Redstone-Ticks. Wenn man es nochmal macht, haben wir 3 Redstone-Ticks und zu guter Letzt 4 Redstone-Ticks. Wenn man da nochmal drauf tippt, dann landen wir wieder bei einer Verzögerung von 1 Redstone-Tick. Wie kann der Block energetisieren? Ganz einfach, er braucht natürlich zunächst eine Signalquelle. Das heißt hier zum Beispiel der Redstone-Block. Da
Dabei muss es irgendein Block sein, der entweder schwach oder stark energetisch ist. Dementsprechend haben wir dann hier eine Signalquelle am hinteren Eingang vom Verstärker und der Block davor wird dann stark energetisch aufgeladen. Umliegende Redzone-Komponenten können dann das Signal davon ablesen. Wir haben das hier nochmal mit Redzone-Staub aufgesetzt und da seht ihr, das Redzone darüber, dahinter und darunter wird alles aktiviert. Der Verstärker hat eine mehr oder weniger geheime Funktion, und zwar indem man ihn von der Seite stark energetisch auflädt, also hier zum Beispiel mit Verstärkern bzw. mit Vergleichern, dann kann man den dadurch sperren. Wir haben das bisher so, man schaltet den Hebel an und der gibt das Signal weiter, man schaltet es aus und das Signal wird wieder gestoppt. Wenn man ihn von der Seite dann stark energetisiert, dann seht ihr, dass da so eine Leiste aus Grundgestein erscheint. Und wenn man das dann aktivieren möchte, dann passiert da absolut gar nichts, denn dabei wird dieser Verstärker gesperrt. Das heißt, er kann seinen Zustand nicht mehr ändern. Wenn wir das nochmal andersrum machen, das heißt, wenn er gerade ein Stromsignal hält, dann reagiert er auch nicht mehr auf die Eingaben und gibt ein konstantes Redzone-Signal aus. Die primäre Funktion vom Verstärker ist allerdings das Verstärken, relativ logisch, denke ich mal. Und zwar verstärkt er die Redzone-Signale, die er hält, auf die maximale Signalstärke von 15. Beispielsweise, wenn wir hier diesen Hebel umlegen, da haben wir die Signalstärke 8. Das beginnt hier natürlich bei Signalstärke 15, aber das geht dann hier weiter runter und hier hinten erreicht das die Signalstärke 8. Das kann vom Verstärker ausgelesen werden und erhöht das wieder auf die maximale Signalstärke von 15 und nach 15 Blöcken läuft das Signal natürlich aus. Die minimale Signalstärke dabei muss die Signalstärke 1 sein. Das heißt, wenn wir das hier anschalten, dann geht das hier immer weiter runter. Hier kommt dann die Signalstärke 1 an und auch hier kann es wieder auf die Stärke 15 erhöht werden und geht dann weitere 15 Blöcke weiter. Die einzige Signalstärke, die da nicht funktioniert, ist natürlich die Signalstärke 0. Das heißt, hier kommt einfach gar kein Signal an. Hier haben wir 15, 14, 13, 12 und so weiter. Hier haben wir 0. 0 kann nicht mehr ausgelesen werden, dementsprechend wird auch kein Redzone-Signal mehr weitergegeben. Und das ist so ziemlich alles, was man hier über den Verstärker wissen muss. Schauen wir uns den Vergleich an. Einer der Signalleiter und einer der kompliziertesten Redzone-Komponenten, die wir hier haben. Und zwar, hier ist die Herstellung, wir benötigen dreimal Stein, ein Dreieck aus drei Redzone-Fackeln und ein Nether-Quarz in der Mitte. Dann erhalten wir einen Vergleicher. Den können wir in alle vier Himmelsrichtungen platzieren und er hat zwei unterschiedliche Modi. Wenn man ihn zunächst platziert, dann ist er im Vergleichermodus mit einer Verzögerung von einem Redzone-Tick. Und wenn man einmal drauf tippt, beziehungsweise mit Rechtsklick drauf drückt, dann ist er im Subtraktionsmodus. Dann leuchtet diese kleine Lampe vorne. Das bedeutet dann, dass er im Subtraktionsmodus ist. Wenn ihr nochmal draufklickt, landet ihr wieder im Vergleichermodus. Der Vergleicher kann folgendermaßen energetisieren, benötigt zumindest eine schwache bzw. eine starke energetische Quelle am hinteren Eingang und kann dann ein stark energetisches Signal am vorderen Eingang ausgeben. Umliegende Redzone-Komponenten können dann das Redzone-Signal davon ablesen. Hier haben wir das nochmal mit Redzone-Staub. Ihr seht, darüber, dahinter und darunter kann das Signal abgelesen werden. Das Signal, das Redzone-Staub, aktiviert sich dann. Und jetzt haben wir hier zwei Funktionen vom Verstärker. Dafür benötigen wir bei den seitlichen Eingängen entweder ein schwaches bzw. ein starkes energetisches Signal. Und da haben wir beispielsweise Redzone-Staub, Verstärker oder Vergleicher. Und da kommen wir auch noch gleich zu, aber im Grunde kann man dann hier mit den Hebeln an den Seiten bzw. hinten herumspielen und Sachen damit machen. Ja? Das ist so kompliziert, da habe ich gleich ein ganzes Buch drüber geschrieben, aber keine Sorge, es sind nur zwei Seiten. Dementsprechend schauen wir uns das einfach mal an. Also als allererstes Regeln für Vergleicher, Punkt 1. Von den seitlichen Eingängen wird stets die höhere Signalstärke für die Anwendung genutzt. Das heißt, egal in welchem Modi, in welchem Modus der Signalvergleicher ist, jeweils von den beiden Seiten wird das höhere Signal genommen. Wenn wir hier zum Beispiel die Signalstärke 10 hinpacken und die Signalstärke 12, dann ist es vollkommen egal, welche Signale hier ausgegeben werden. Hier ist 10, da ist 12, das heißt
12 wird für die Rechnung genutzt, beziehungsweise für die Subtraktion, für den Vergleich. Die andere Seite wird dann einfach ignoriert. Dann haben wir Punkt 2. Beim Vergleich muss die Signalstärke des seitlichen Eingangs mindestens 1 größer als die des hinteren Eingangs sein, um den Vergleicher zu blockieren. Sonst bleibt das Signal unverändert. Wir nehmen also hier mal eine Signalstärke von 10 zum Beispiel. Das kommt dann hinten rein. Und von der seitlichen, vom seitlichen Eingang nehmen wir mal eine Signalstärke 9. Das heißt, hier wird gesagt, hinterer Eingang ist der größer als der seitliche Eingang. In dem Fall ja, 10 ist größer als 9. Signal wird einfach ausgegeben. Hier haben wir dann quasi die Signalstärke 10 mit 10 verglichen. Die 10 ist im Grunde genauso groß wie die 10, aber in dem Fall wird immer noch das Signal ohne Probleme ausgegeben. Es wird nichts blockiert. Und erst wenn wir die seitliche Signalstärke von 11 haben, seht ihr, es hat sich schon geändert. Dann wird gesagt, ist 10 größer als 11? Nein, also wird das Signal einfach blockiert und es wird kein Signal mehr ausgegeben. Dann haben wir hier noch Punkt 3, und zwar bei der Subtraktion wird die Signalstärke des seitlichen Eingangs vom hinteren Eingang abgezogen. Sollte der seitliche Eingang größer sein, wird kein Signal ausgegeben. Dann nehmen wir hier mal eine etwas höhere Signalstärke, 13 zum Beispiel, und schalten den Vergleicher natürlich um, so auf den Subtraktionsmodus, und dann nehmen wir mal hier 8. Das heißt, wir rechnen jetzt hier 13 minus 8. 13 minus 8 ist 5 und dementsprechend wird hier eine Signalstärke von 5 ausgegeben, beziehungsweise 5 von diesen Lampen leuchten. Wir können dann natürlich hier noch eine höhere seitliche Eingabe machen, zum Beispiel 10. Dann leuchten nur noch 3 Lampen, denn 13 minus 10 ist 3. Und dann können wir auch hier wieder eine niedrigere Zahl nehmen, zum Beispiel die Signalstärke 11 und 11 minus 12 zum Beispiel. 11 minus 12 ist eigentlich minus 1, aber es gibt ja keine negativen Signalstärken. Dementsprechend wird hier einfach die Signalstärke 0 ausgegeben. Das ist die primäre Funktion vom Vergleicher als Signalleiter. Er funktioniert aber natürlich auch als Signalgeber und zu dem Teil kommen wir jetzt hier. Er kann nämlich Zustände oder Füllstände von Behälterblöcken bzw. Blöcken mit unterschiedlichen Zuständen auslesen. Es funktioniert folgendermaßen. Hier haben wir dann den fraglichen Block, beispielsweise jetzt hier als Truhe. Da können wir dann den Vergleicher direkt dahinter setzen mit einem Redzone-Signal, beziehungsweise kann auch ein solider Block dazwischen sein und das Signal kann trotzdem noch ausgelesen werden. Bei den Luren, zum Beispiel der Trichter bzw. Kistenlure, muss dann darunter eine Sensorschiene stehen, damit man das von dort aus auslesen kann. Wir haben also hier eine ganze Menge Behälterblöcke. Als erstes den Stapel mit einem Stapel, und zwar den Krug bzw. den dekorierten Topf. Da haben wir hier drei Stapel, die drei Arten von Öfen. Wir haben fünf Stapel, den Trichter, Trichterlore und den Brauchstand. Haben wir neun Stapel mit dem Spender und dem Werfer. Da haben wir hier insgesamt 27 Stapel. Das sind dann hier die ganzen Kisten und kistenähnlichen Blöcke. Wir haben dann hier zum Glück 54 Stapel mit der Doppeltruhe bzw. der großen Truhe. Es müssen dann auch zwei nebeneinander platziert sein, relativ logisch. Und zu guter Letzt haben wir, ja, es ist an sich ein Behälterblock, ja, der Plattenspieler. Und da wird dann ausgelesen, welche Art von Schallplatte es ist. Also wie funktioniert das jetzt? Wir nehmen hier mal als Beispiel den dekorierten Topf bzw. den Krug. Und zwar die Erdblöcke stehen für einzelne Gegenstände und die Grasblöcke stehen für ganze Stacks. Das heißt, hier für die Signalstärke 1 brauchen wir mindestens einen Gegenstand da drin. Für die Signalstärke 6 zum Beispiel benötigen wir dann 23 Erde. Ja? Und das funktioniert dann die ganze Zeit weiter. Können wir auch hier mal bei den neuen Stapel reingehen. Und da benötigen wir für die Signalstärke 1 auch wieder 1. Für die Signalstärke 6 benötigen wir 3 Stacks und 14 Gegenstände. Und für die maximale Signalstärke muss der natürlich ganz voll sein, also 9 Stacks an Gegenständen. Haben wir hier zum Beispiel auch nochmal die große Truhe, die Doppeltruhe. Signalstärke 1 auch immer wieder einfach nur ein einzelner Gegenstand.
Signalstärke 6, braucht schon 19 Stacks und 19 Gegenstände. Und zu guter Letzt für die volle Signalstärke von 15 müssen wir 54 Stacks in diese große Truhe hineinpacken. Wie funktioniert das jetzt beim Plattenspieler? Da sind es natürlich Schallplatten und dementsprechend haben wir unterschiedliche Arten von Schallplatten, die eine unterschiedlich hohe Signalstärke ausgeben. Wir haben also der Reihe nach hier die Schallplatte 13, dann haben wir die Schallplatte Sperling, Melohi, Abteilung, Pickstep, Katze, White, Stahl, 11, Otherside und Relikt. Es gibt einfach eine Schallplatte zu viel, dementsprechend hier eine Doppelung. Da haben wir Blöcke, Einkaufszentrum, Strat, Fahrten und 5. Das ist dann eben die Reihenfolge. Die allererste hat die Signalstärke 1, die letzte hat die Signalstärke 15. Das wären also die Behälterblöcke, aber es gibt natürlich noch einige Zustandsblöcke, zum Beispiel Bienennester bzw. Bienenstöcker. Und da entspricht die Honigfüllstufe der Signalstärke. Heißt, wenn hier eine Honigfüllstufe von 1 vorliegt, haben wir die Signalstärke 1. Bei einer Füllstufe von 5 haben wir die Signalstärke 5. Ist dann ziemlich nützlich, wenn man zum Beispiel Honigfarmen macht, beziehungsweise Honigwabenfarmen macht, dann kann man eben auslesen, wie viel Honig ist da drin. Bei einer Füllstufe von 5 kann man das mit Scheren bzw. mit Flaschen dann herausnehmen und aufsammeln. Der Kuchen ist ein bisschen merkwürdig, der entspricht einem Kuchenstück die Signalstärke von 2. Dementsprechend müsst ihr immer das Doppelte nehmen, wenn ihr hier noch den ganzen Kuchen habt, 7 Stücke, dann haben wir die Signalstärke von 14. Wenn wir zum Beispiel nur noch 4 Kuchenstücke übrig haben, haben wir die Signalstärke 8. Und wenn wir nur einen Kuchenrest haben, dann die Signalstärke 2. Die Füllstufe beim Kessel ist auch genauso wie beim Bienennest 1:1 zur Signalstärke. Also wenn wir hier quasi das Wasserlevel 1 haben, dann gibt es hier Signalstärke 1, bei der Füllstufe 2 Signalstärke 2, Füllstufe 3 ist Signalstärke 3. Das gemeißelte bzw. das gearbeitete Bücherregal funktioniert je nachdem, welches dieser Fächer zuletzt genutzt wurde. Und zwar, wenn wir den zunächst platzieren, gibt es die Buchinteraktion mit dem Wert 0. Also es gibt keine Buchinteraktion, es wurde noch nicht mit dem Bücherregal interagiert, da passiert also absolut gar nichts. Wenn wir hier mit dem oberen linken Feld interagieren, haben wir 1, oben in der Mitte 2, oben rechts 3, unten links 4, unten in der Mitte 5 und unten rechts haben wir 6. Ja? Damit könnt ihr quasi recht einfach ein Kombinationsschloss machen, wenn ihr dann einfach unterschiedliche Signalstärken ablesen wollt und dann eben ein Buch nehmt und es irgendwo hineinsteckt. Wir haben den Werker ab der 1.21 bzw. auch Autocrafter genannt. Der ist natürlich noch nicht hinzugefügt worden, dementsprechend hier meine künstlerische Darstellung. An sich ist es ein Behälterblock, allerdings werden hier die besetzten Felder abgelesen und nicht die Anzahl an Gegenständen im Inventar. Dementsprechend ist es so ein bisschen anders. Ja? Wir haben natürlich 9 Felder im Inventarfeld, 3x3 ist natürlich 9 und dann wird ausgezählt, wie viele dieser Felder bereits besetzt sind. Beim Werker kann man natürlich auch berechnen, kann man einzelne Felder deaktivieren bzw. aktivieren. Deaktivierte Felder zählen dann auch zu den besetzten Feldern hinzu und dann kann man dementsprechend auslesen, wann sind alle Gegenstände da drinnen, die benötigt werden, und dann kann man den Werker einmal aktivieren, um alles herzustellen. Haben wir hier den Kompost mit der Füllstufe bzw. zu guter Letzt dem Zustand auch noch. Und hier entspricht auch wieder Füllstufe 1, Signalstärke 1, Füllstufe 4, der Signalstärke 4 und so weiter und so fort. Das letzte F-Punkt bezeichnet sich als fertig. Das heißt, wenn man hier quasi das Knochenmehl hinausnehmen kann, dann wird eine Signalstärke von 8 ausgegeben. Und dann kann man hier, ja, wie gesagt, das noch Mehl herausholen. Hier haben wir die Kupferlampe, die wird auch erst in der 1.21 hinzugefügt und dabei kann man auslesen, ob diese Kupferlampe aktiviert ist bzw. nicht.
Wenn sie ausgeschaltet ist, gibt sie Signalstärke 0. Wenn sie angeschaltet ist, gibt sie Signalstärke 15. Der Befehlsblock, da wird ausgezählt, ob der Befehl, der letzte ausgeführte Befehl, einen Erfolg hatte. Wenn es keinen Erfolg hatte, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann gibt es Signalstärke 0. Und wenn er erfolgreich war, gibt es die Signalstärke 1. Hier beim Endportalrahmen funktioniert das im Grunde genauso. Wenn man ein Auge hineingelegt hat, dann wird die Signalstärke 15 ausgegeben. Und wenn noch kein Auge hier drin ist, so wie in diesem Fall, dann wird die Signalstärke 0 ausgegeben. Hier haben wir den Gegenstandsrahmen. Der ist ein bisschen schwieriger. Wenn man einen Gegenstand hineinlegt, kann man das insgesamt 8-mal drehen. Und für jede einzelne der Drehungen kann man die Signalstärke um 1 erhöhen. Wenn man zunächst einen Gegenstand hineinplatziert, also die Rotation 0, wird eine Signalstärke von 1 ausgegeben. Bei 45 Grad bzw. eine Achteldrehung haben wir die Signalstärke 2, dann haben wir bei 90 3, 135 4, 180 5 und so weiter und so fort, bis wir hier bei 315 Grad bzw. 7 Drehungen angekommen sind. Da wird die Signalstärke 8 ausgegeben. Wenn wir es noch einmal weiter drehen, geht es wieder zurück auf die Rotation 0 und die Signalstärke 1. Hier haben wir den Respawn-Anker für den Nether und der hat insgesamt 4 unterschiedliche Ladungen, beziehungsweise auch die Ladung 0, so wie er jetzt gerade ist, ohne jegliche Ladung. Und dann wird das eben sehr merkwürdig aufgeteilt, sodass die 15, 16 Signalstärken auf die 5 unterschiedlichen Zustände quasi angepasst werden. Und zwar die Ladung 0 entspricht der Signalstärke 0, die Ladung 1 entspricht der Signalstärke 3, Ladung 2 ist Signalstärke 7, Ladung 3 ist Signalstärke 11, Ladung 4 ist Signalstärke 15. Ist also recht kompliziert. Ich weiß nicht genau, warum es gemacht wurde. Man hätte es genauso wie beim Kessel oder beim Kuchen oder beim bei den Bienennestern machen können. Aber so wurde es gemacht und dann hat sich das. Die nächsten beiden sind recht kompliziert. Und zwar einmal der Lesepult. Und da haben wir auch hier wieder ein Buch am Start. Und zwar muss man dabei rechnen. Ja, also Bücher haben unterschiedliche Seitenzahlen. Die maximale Seitenzahl ist dabei 50. Zwischen der Java- und der Bedrock-Version gibt es Unterschiede. Auf der Java-Edition wird immer nur eine Seite angezeigt, auf der Bedrock-Edition werden 2 angezeigt. Daher Unterschiede in der Rechnung. Ja? Erstmal die Java-Edition, und zwar für m gleich 1 und s gleich 15. Für m gleich 1, also wenn es nur eine Seitenzahl gibt, dann wird die Signalstärke 15 ausgegeben. Funktioniert auf der Bedrock-Edition im Grunde genauso, nur dass da eben die Anzahl an Seiten abgerundet auf die nächste gerade Zahl kleiner als 3 ist, also wenn man 1, 2 oder 3 Seiten hat, dann wird die Signalstärke 15 ausgegeben, ohne jegliche anderen Umstände. Ansonsten auf der Java Edition, wenn man mehr als eine Seite hat, dann gibt es hier diese Rechnung. Floor ist dabei Abrundung auf die nächste ganze Zahl. 1 plus 14 mal n minus 1 geteilt durch m minus 1. Kompliziert, ich weiß. Wenn ihr es euch einfach machen wollt und ein Lesepult haben wollt mit einem Buch drin, das für jede Seite ein unterschiedliches Redzone-Signal ausgeben wollt, dann nehmt ihr Buch, macht auf die Seite 15 etwas drauf, legt es hinein und dann habt ihr für jedes Redzone-Signal genau eine Seite, die dafür zuständig ist. Ja? Auf der Bedrock Edition ist es nochmal ein bisschen komplizierter, da müssen wir natürlich abrunden, und zwar für m' größer 2, das heißt, wenn wir mehr als 3 Seiten haben, dann benötigen wir folgende Formel, und zwar s gleich floor, also abgerundet, 1 plus 14 mal n-1 geteilt durch m-1. Bisschen komplizierter. Ja? Auch hier wieder einfach gemacht, wenn ihr ein Buch haben wollt, das für jede unterschiedliche Signalstärke unterschiedliche Seitenzahlen haben soll, dann benötigt ihr ein Buch mit 30 Seiten und dann packt ihr auf die letzte Seite etwas, legt es in den Lesepult hinein und dann kriegt ihr für jedes Mal umblättern eine neue Signalstärke. Zu guter Letzt haben wir den Skyke-Sensor und der ist auch etwas
komplizierter. Ich werde mir das nochmal genauer beim Skyke-Sensor selber anschauen. Das heißt, wenn wir die am Signalgeber haben, den Skyke-Sensor haben, dann schauen wir uns das nochmal genauer an. Kurz gesagt, der kann für unterschiedliche Arten von Vibrationen unterschiedliche Signalstärken ausgeben. Beispiel, die Signalstärke 1 wird ausgegeben, wenn etwas läuft, schwimmt oder mit den Flügeln schlägt. Ja, wenn eine Fledermaus hier entlang flattert, dann wird da die Signalstärke 1 ausgegeben, wenn man dahinter eben einen Vergleich hinpackt. Beispielsweise die Signalstärke 5, wenn man von einer Entität absteigt, also vom Pferd zum Beispiel oder vom Esel, oder wenn man eine Rüstung ausrüstet, wenn ihr die Brustplatte anlegt. Ja? Signalstärke 10 wird ausgegeben, wenn ein Behälter oder ein Block geöffnet wird, wenn ein Block aktiviert wird oder angebracht wird, die Lunte gezündet wird oder ein Notenblock spielt. Das geht nochmal ein bisschen weiter. Das schauen wir uns aber dann nochmal genauer beim Skyke-Sensor an. Also, das wäre es dann. Alles, was man über den Vergleicher wissen muss, natürlich eine ganze Menge. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert. Und damit hätten wir hier den Signalleiter abgehakt. Wir hatten den Redzone-Staub, Verstärker und Vergleicher. Die nächsten Folgen werden dann über die Signalgeber bzw. die Signalempfänger sein. Und das war es dann so ziemlich mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!